Hallo und willkommen zurück zu Cult of the Lamp. So, den Anhängern geht's nicht so gut. Keine Ahnung, was der hat, aber insgesamt scheinen die Hunger zu haben. Vielleicht war das auch das Hungersymbol. Dann schauen wir mal, was wir machen können. Eine mäßige Mischmahlzeit mit Fisch und Schwein, mit Steak. Okay, dann scharfer Fischeintopf. Hoffentlich müssen sie davon nicht sofort kacken. Dann haben wir Grasschleim. Die werden nicht mehr krank dadurch. Ja, damit. Mensch, die mögen ihren Grasschleim. So. Essen fassen, Jungs und Mädels. Ach, Gras ist besonders einfach zuzubereiten. Aber solange es satt macht, ist doch alles tutti. So, wirkt ein bisschen unglücklich, aber das kann uns egal sein. Ich muss ja dazu nicht hierbleiben, oder? Die fressen auch so. Ah, jetzt sieht's schon besser aus. Jetzt traue ich mich zu gehen. So, dann gehen wir doch jetzt einmal noch in den Dungeon. Oh, wieder so ein Kaninchen, das da festgebunden wurde von dieser finsteren Spinne. Ich kann es mir leider nicht leisten. Die kosten 50 Gold. Ich habe 20. Naja, nehmen wir mit. Und was ist das nochmal? Ichor-Auswurf. Das klingt wie das, was ich bei einer Erkältung produziere. Ein Projektil, das schwarzen Ichor verspült. Okay, bei mir ist es eher schleimig grün. Aber die Unterschiede machen es ja aus. Also, das muss ich zielen. Wenigstens Zeitlupe. Ja, seid ihr tot? Du noch nicht. Jetzt bist du tot. Toll, jetzt bringt der Geist hier auch nichts mehr. So, Knochen meiner Feinde. Ja, mit euch. Ah, ich hätte wahrscheinlich auch einfach so ein Festmahl-Ritual machen können. Dann wären die ein bisschen besser drauf. Obwohl, das hätte wahrscheinlich am Hunger nichts geändert. Ja, probieren es beim nächsten Mal aus. So. Mein Schaden wird durch meinen Fließ, die sich anhab, immer höher. Ach, du schon wieder. Es ist gar nicht so lange her, dass wir die rote Krone verstoßen haben. Gerade mal ein paar tausend Jahre oder so. Die Ketzerei, die sie predigte, war nicht zu tolerieren. Solch schädliche Ideale konnten wir nicht dulden. Für diese verachtenswerteste aller Sünden muss die Strafe langwierig und schmerzhaft sein. Ich lasse eine Hungersnot über deinen Kult hereinbrechen. Ach, da bin ich dir zwei Schritte voraus gewesen. Und durch unkontrollierte Gier und grenzenlosen Ehrgeiz wurde göttliches Blut vergossen. Nein. Entschuldigung, Jungs, Hackett ist ein Schwein. Ein Arsch. Wollte eigentlich sagen, es ist ein Schwanz. Ah, das wäre nicht fair für die Schwänze. So. Also ich wollte sagen, durch mein schönes gelbes Tütü, was ich da anhab. Weiß nicht, ob ihr es noch in Erinnerung habt von letzter Folge. Für jeden Treffer, den ich austeile, erhöht sich mein Schaden. Ich erhalte doppelten Schaden und das setzt sich halt zurück, sobald ich getroffen wurde. Und wegen ist heutiges Ziel nicht getroffen zu werden. Schauen wir mal, wie es läuft. Neu. Aha. Der ist ja wohl K.O. gegangen. So, hier mit dem ganzen Zeug. Steine sammle ich halt nicht ein darüber. Ich glaube, Pilze krieg ich. Pilz. So, jetzt haben wir 10 Stück beisammen. Die müssen wir jetzt nur noch so bringen. So, nach unten. Schön drauf einklopfen. Da ist noch ein Pilz. Noch ein Pilz. Ist ja wie im Fußwaschbecken im Schwimmbad. Ha. Ah, Cemma. Ah, die rote Krone. Und du?
bist die göttlich. Komm, ich habe Werkzeuge für dich, ja. Sie wurden von Chemach gefertigt. Meine Brüder, sie mögen hübsche Dinge besitzen, aber meine Macht, mächtige Dinge. Wirst du zusehen? Wirst du zugreifen? Was wirst du im Tausch geben? Dein Fleisch? Deine Knochen? Deine Krone? Ah, ich scherze, ich mach Witze. Ich werde nichts nehmen, nichts für Chemach. Oh, das klingt fair, was nehmen wir? Relikte freigeschaltet. Wunderbar. Ein Fuß. Okay, danke. Danke. Ich bin überfordert. Verwende ein zufälliges Relikt. Ladetempo Mitte. Okay. Also erzeuge ein Tentakel, das bei Berührung Schaden verursacht. Beschwöre einen Dämon, der dich im Kampf unterstützt. Spawne Bomben im ganzen Raum. Und das mit einer Zunge. Werde kleiner, zerbrechlich, alles klar. Beschwöre einen neuen Fluch mit erhöhter Stufe. Vergifte alle aktiven Gegner. Lass einen Sturm aus Blitzen auf die Ungläubigen niederregnen. Aber das ist langsam. Friere alle aktiven Gegner ein. Ups, da habe ich Stick Drift. Da ist mein Controller abgegangen. Perlen des Einsiedlers. Füge allen Gegnern entsprechend der Anzahl deiner Anhänger Schaden zu. Oh, das geht. Zerstöre alle aktiven Tarotkarten. Waffen und Flugstufe erhöhen sich pro zerstörter Tarotkarte. Okay. Und das kann man nur einmal einsetzen, deswegen zerbrechlich. Füge allen Gegnern Schaden entsprechend der Menge deiner Tarotkarten zu. 50%ige Chance, ein Herz zu heilen oder eine 50%ige Chance auf ein Geisterherz. Erhalte für je 5 Anhänger ein halbes Geisterherz. Aha, ich glaube, da hätten wir fast alle. Werde größer. Friere alle ein, halte für eine kurze Dauer die Zeit an. Alles praktisch, was kann ich nehmen? Dachte, ich hätte die Wahl, anscheinend nicht. Sturm aus Blitzen auf die Ungläubigen ist es geworden. Relikte können verwendet werden, sobald sie voll aufgeladen sind. Was ist die Taste für Relikte? Oh, wir müssen vielleicht rausfinden. Meine schöne Schöpfung, heilige Stücke verehrter Wesen. Sie hungern, ja? Sie dürsten nach der Macht, die sie einst besaßen, ja? Füttere sie, ja? Sie sind hungrig. Hungrig nach abtrünnigem Fleisch? Lass sie schlemmen. Ach, das ist ein freundlicher Kerl. Hier liegt. Cooler Blitz. Ah ja, besser als eine alberne Karte. Besser als ein spitzes Schwert. Chemach ist besser. Kleiner Gott wird wiederkehren. Chemach wird Relikt geben. Chemach wird Relikt fertigen. Chemach wird eines Tages Relikte aus dir machen. Adieu. Sag ich doch, putziges Kerlchen. So, Ansehen oder Tarotkarten. Okay, brauchen wir gerade nicht. Ach, der ist so emotional stabil, wie ich mich manchmal fühle. Das ist doch... Ah ja, Gemeinsamkeit. So. Eine Tarotkarte. Batama, wirf eine freundliche Bombe, wenn du getroffen wirst. Ja, das will ich hoffen, dass die freundlich ist. So, Follower. Und dann... Fragezeichen. Dann Schwert, dann Boss. Also erstmal 9 Follower für uns. Hecke, bitte nimm unser Opfer an und segne uns mit fruchtbaren Böden und ertragreichen Ernten. Halte die Hungersnot fern. Hier ist euer Ende. Ich meine, hier ist das Schlamm. Ist ja dasselbe. Die hätten feiner getroffen. Nein, Fledermäuse. Mag nix, was fliegt. So, anscheinend mache ich gerade viel Schaden.
Gefällt mir. Gefällt mir. Eine Giraffe für mich. Ja, komm hier. Arme Giraffe. Und jetzt geht's nur noch abwärts für dich. Jetzt wird's besser. Nee, das, was ich zuerst gesagt habe. Mensch, sieht das gruselig aus hier. Auch die Pilze mit den Seelen, die darin rein verarbeitet wurden. Ah, schönes Halloween-Theme. Bis ja demnächst. So, okay. Ich habe sogar gesehen, da steht mein Schaden dran von 195%. Oben links, so. Mönch, der Friede sei mit dir, Kreuzfahrer. Ich suche nur die Wahrheit und das Licht. Hey, ich bin das Licht. Zumindest glauben das die Leuchtturmtypen. Ich kann dir von Nutzen sein. Ich kann die Loyalität eines beliebigen deiner Anhänger erhöhen. Boah. Goldfisch. Oh, richtig schön. Ja, da freut sich der Fisch und da freut sich das Lamm. Meine Arbeit ist getan. Dieser Narr würde dir in die tiefste Finsternis folgen, aus der niemand zurückkehrt. Ja, da soll er ja auch hin. Na gut. Firma dankt, ich gehe weiter. So, erst das Schwert, dann der Boss mit wahrscheinlich mehr Schwert. So, einsammeln und draufhauen. Das ist immer immerhin gewohnt. Au! Nein, ich habe doppelten Schaden erlitten. Falsch. Das zu sagen. Mist. Ich würde jetzt gern fluchen. Ach komm. So ein dämlicher Treffer. Noch ein Treffer. Ah je, ah je. Ein Herz und eine Halskette. Mondhalskette. Der Anhänger schläft nie. Oh, das ist praktisch. Das gebe ich meinem Holzbeauftragten. Hey, da liegt ein Herz. Wieso will ich das nicht? Dankeschön. Jetzt sieht die Welt wieder besser aus. Wusste nicht, dass ich mit 30% Schaden nur anfange. Ich meine, macht Sinn, aber muss mich ja erst hier wieder hochvögeln, hocharbeiten. So wie sich das gehört. Ja. Das war gut. So, Schaden bei 70%. 10% Chance auf einen kritischen Treffer. Das klingt gut. Das Relikt hebe ich mir mal für den Kampf zum Schluss auf. Schon. Also Schaden 90%. 95%. 100! Wir sind jetzt da, wo es eigentlich sein sollte, standardmäßig. Weiß nicht, ob ich das Vlies danach noch anbehalte. Ich werde doch so oft getroffen. Füge allen Gegnern Schaden entsprechend der Menge deiner Tarotkarten zu. Das wäre nur zwei, das will ich nicht. Wir gehen weiter. Er ist der Blitz deutlich blitzreicher. Zerstöre einen Gegner, um einen Geist zu entfesseln. Ja, das haben wir ja so ungefähr. So, nehmen wir mal das. Obwohl Schaden mit mehr Schaden ist schon nice. Mach mal das wieder verwerten. Ups. Obwohl. Wir wieder verwerten die Axt. Mal schauen, ob wir mal schneller draufklöppeln, ob das auch was bringt. Zur Not opfern wir noch einen Follower. So. Achso, ich erhalte ja nicht für jeden Treffer ein Ding, sondern für jeden Kill. Wurde ich getroffen? Nee. Hui.
bin ein bisschen angestrengt, aber die Herzchen füllen sich zumindest wieder auf. Das ist classy. Na, dann hätte ich die Axt behalten sollen. Ja, Axt wäre mir deutlich lieber. Naja, jetzt wissen wir es wieder, dass ich doch ein Axtkämpfer bin. Ja, auch nicht schlecht, das rauszufinden. Dafür sind wir ja hier. Scheibenhonig. Scheibenkleister. So eine Scheiße. Und das vorm Bosskampf. Axt. Hunde des Schicksals verschießt mehrere Projektile, die Gegner verfolgen. Ja, damit. So, das kann man recyceln. Oh, ich bin schlecht gerüstet für den Kampf jetzt. Salopp. Tritt vor, Bestie aus den wirbelnden Nebeln des Chaos, die uns umgeben. Lass mich dich vollständig betrachten. Du trägst die Last zeitloser Jahrhunderte auf so zierlichen Schultern. Und doch, was ist das? Es scheint, als würde dein Aussehen trügen. Eine Waffe ist wertlos ohne die Hand, die sie führt. Um Gegner zu töten, um die Ehre zu verteidigen, um Ketten zu brechen. Lass deine Krone die Form eines dieser eisernen Werkstücke annehmen, die im ewigen Feuer geschmiedet wurden. Mögest du sie mit Geschick führen, verheißener Befreier. Vampirpanzerhandschuh. Ein explosives Projektil. Wie viel Schaden? Keine Ahnung. Nehmen wir mal die Vampirpanzerhandschuhe. Vielleicht besser als das Schwert. Tja. Das ist wohl der zweite der drei Brüder. Jetzt wissen wir Bescheid. Mist. Und Schaden ist bei 25%. Das nenne ich auch Mist. Ah, mit 35% Schaden jetzt in Bosskampf. Oder ist es on top? Fühlt sich leider nicht an, als wäre es on top, sondern... Gelegt. Na, Schaden machen wir doch ganz gut. Okay, jetzt steht 0% dran. Das kann also... Wird man 0% Schaden machen, würden wir das merken. Boah. Aber auch eine hässliche Kröte ist das. Mist. Mist, Mist, Mist. Mensch, die hüpfen mir zu viel. Entspann dich mal, Kollege. Ja. Stück für Stück. Zerstückel ich dich. Mein Affenfäustling. Gelegt wird nicht nochmal was, aber vielleicht... Ja, wir haben Projektile. Tja, vielleicht schafft man das mal ohne einen meiner treuen Anhängerschaft zu töten. Die letzten zwei Bosskämpfe liefen nicht gut. Also Semi-Bosskämpfe. Yay! Ohne einen zu töten. Zu opfern. An meiner Stadt. Jo, du siehst hässlich aus. Dich transformier mal. Was? 8 Steine, Anhängerform. Ich wäre für Kürbisse. Man kann nie genügend Kürbisse haben. Vor allem zu Halloween. Ich bin ein Halloweener. So, beim nächsten Mal ist Hecke drin. Oh. Achso. Der Boss will wieder reden. Will er vielleicht ja auch.
Ja, das lief doch ganz in Ordnung. Dann schauen wir mal, wie die Hungersnot sich so präsentiert in meinem Camp. Geht eigentlich. Geht eigentlich. Der Typ ist auch da. Ich habe es geschafft, Anführer. Ich bringe das Gewünschte von meiner Mission mit. Ich habe auf meiner Mission Folgendes gefunden. Alter, 22 Fleisch und 10 Knochen mit Fleisch dran. Das ist ja fantastisch, was der geleistet hat. Sehr gut, weitermachen. So, wer macht eigentlich Stein? So, hier. Aufwachen. Ja, du bist unfreundlich. Ich würde gern mit dir reden. So, du kriegst ein Geschenk. Und zwar das... du kriegst ein Geschenk. Und zwar das Geschenk, der nicht mehr schlafen müssen. Nicht kalt. Und du kriegst einen neuen Job. Arbeiten. Du machst Holz. Viel Spaß. Oh, da hat aber jemand sich ein bisschen über mein Essen aufgeregt. Und das verbal ausgedrückt. Rausgepresst. Ja, mit dem Gold. Oh, wir haben wieder so viel. Ist das schön. Kann ich wieder alles kaufen? Kann ich wieder alles kaufen? Erstmal akzeptieren wir hier noch ein bisschen das Zeug und dann die Giraffe und den anderen Typen. Firma dankt. Ja. Du wirst bekehrt. Oh, du heißt Sparkles. Das gefällt mir. Er ignoriert die Predigten von Abweichlern. Das ist angenehm und du kannst gestreichelt werden. Ja, komm hier. Ich streichel dich. Also, du machst Stein. Wenn's geht. Er ist der Nächste. Ja. Du Himbeere. So, was willst du sein? Achso, wir haben hier oben ganz viel. Du bist mein Elefant. Ja. Du Rüsseltier. Polyamorös bist auch noch. Bei so einem riesen Rüssel ist das mehr als verständlich. So, anbieten. Ist hier irgendwas fertig? Nö. Oh, was willst du? Wohlwollender Anführer, bitte verurteile mich nicht, aber ich wollte schon immer eine Mahlzeit aus Kot essen. Kannst du mir damit helfen? Natürlich. Ich kenne es nur, dass man scheiße schläft, aber nicht, dass man scheiße frisst. Oh, wie hast du Hunger? Was ist los? Soll ich was essen? So. Essen. Jetzt machen wir eine gescheite Mahlzeit. Deftige Fleischbrühe. Man soll doch keine Fäkalien hinterlassen. So, die kocht man einfach mal. Und für den anderen müssen wir dann noch ein Häufchen einsammeln oder... Keine Ahnung. So, Leute, die Hunger haben, dürfen essen. Leute, die beten wollen, dürfen beten. So. Da kann ich ja noch Segen geben, da sind ja alle hier betroffen. Außer Tortre, der ignoriert das. Arsch. Ja, da geht's euch. Da geht's euch. So, wo ist denn dieses Kackmenü? Schüsselcode. Da haben wir sie doch. Und einmal kochen. So, jetzt muss es der Richtige wahrscheinlich essen. Wer war es denn? Iligosch. Wo ist Iligosch? Iligosch. Iligosch? Yay! Ich bin immer... Ah, Iligosch frisst es. Okay. Na, geht's dir gut? Schalamba, geil. Ja. Ich bin wirklich göttlich. Und du solltest dir die Zähne putzen. Ja. Wieso ist der müde? Der hat doch so eine Mond... Halskette. Leg mal den mal schlafen, vielleicht weil er müde geweckt wurde.
Keine Ahnung. Tja. Was Neues für uns. Nehmen wir mal. Wait, die Raffinerie? Ja, hab ich schon. Dann nehmen wir doch einfache Dekoration. Immer alles eliminieren, was nicht so spannend ist. Dann bleiben nämlich nur die spannenden Sachen. Ich sammle wieder ein und mache das fein. Und dann können wir noch einmal hier ordentlich was vorbieten. Ist hier ein schöner neuer Tag. Ja, ja. Kommt alle her, Papa braucht bessere Waffen. Ja. Da freue ich mich am meisten. Will einer von euch noch geopfert werden? Erstmal Glocken. Neue Doktrin. Dann machen wir. Versorgung, Besitztümer, Gesetz und Ordnung jenseits. Machen wir mal anbeten wieder. Inspiriere einen Anhänger, um seine Loyalität drastisch zu steigern. Ersetzt das Segnen. Einschüchtern halte ich nichts von. Inspirieren. Natürlich. Ich hoffe, ich kann dann auch im Umkreis noch inspirieren. Ah, wird schon. Wird schon irgendwie laufen. So braucht 10 seiner Pilze. Die bringen wir kurz vorbei und dann würde ich sagen, boah, reicht's vielleicht noch für Hackett. Zumindest mal für einen Versuch. Schauen wir mal, was wird. Ah, da freut er sich. Ja, gib's Ujo, gib mir. Hervorragend, aber nicht genug. Bring Soso mehr und Soso zeigt dir, wie du deinen Anhängern eine Gehirnwäsche verpasst. Soso vermutet, dass du etwas für deine Mühen haben willst. Natürlich, Soso bezahlt stets seine Schulden. Nimm das. Danke schön. Ich wusste gar nicht, dass Soso ein Lannister ist. So, annehmen. Danke. Bis zum nächsten Mal. Kann ich mir was kaufen? In der Nacht erhöht sich der Schaden um 30%. Gegner erleiden Schaden, wenn du gegen sie rollst. Bewegungstempo erhöht sich um 25%. Erleidest du einen Treffer, wird ein Tentakel erzeugt, das Gegnern bei Kontaktschaden zufügt. Nehmen wir mal die. Man kann nie genügend Tarotkarten haben. So, zurück. Und dann sparen wir mal ein bisschen Geld. Machen wir es mal sinnvoll. Definitiv sinnvoller, als ich das im Real Life mache. Geld muss fließen. Leider fließt bei mir nicht genügend hinzu. Das ein bisschen problematisch wird. So, dann schauen wir mal. Oh, der sieht süß aus, den kaufe ich. Gleich müssen wir den opfern. Ja, so ein schöner Schnauzer. Oh, nach unten mit dir. Ja, ich werde sie nicht alle auf einmal essen. Die Spinne ist teilweise sehr hilfreich. Komm schon, Axt. Ach du Arsch. Ich werde nicht dasselbe Schicksal erleiden wie Leshy. Komm in meinen Tempel, du wirst den Deinen auf die Schlachtbank folgen. Das wollte ich sagen. Ja, der redet ein bisschen wirr. Tschüss. Oh nee. Panzerhandschuhe des Sturms. Und göttliche Explosionen 4. Vergessen, was die Angriffstaste ist. So aufgewühlt bin ich gerade, weil ich keine gescheite Waffe habe. Und schon wieder 25% mehr Basisschaden. So soll das sein. Okay, was? Achso. Die Explosion macht so einen Radius. Scheiße, ich wurde getroffen.
Oh, ich glaub noch nicht, dass ich Hackett jetzt vernichtet krieg. Nicht so, wie ich mich anstelle. Ich versuche mich zu bessern. Wir haben hier noch ein bisschen Weg zu gehen. Und zumindest einen können wir opfern von unseren Leuten. Ja, neues Herz, neues Glück. Oh nee, das wird nichts. Ja. Da bin ich direkt draufgegangen. Muss ich? Zum Kult zurück. Ja, das mit dem doppelten Schaden, das ist... Ich bin zum Märtyrer-Auto geworden. Ist das nicht doll? Oh nee. Wieder so ein... Der Tod hat keine Konsequenz. Erhebe dich ein weiteres Mal, mein Gefäß. Es zählt nicht, wie oft du niedergestreckt wirst. Der Kult wird weiter wachsen. Ja, ja. Um Haare am Rücken loszuwerden, ist es am besten, man lässt sich wachsen. So oder so ähnlich war das bestimmt gemeint. So, weg vom Eingang hier. Ich muss diesen Fummel ausziehen. Irgendwie komme ich damit nicht wirklich klar. Ein schändliches Gewand, das nur von den unheiligsten Ketzern getragen wird, gewährt keine Boni. Ich bin Ketzer. Tja. Ja, mein Tod schadet meinen Anhängern, aber meine Auferstehung hilft ihnen nicht, dann wieder mehr an mich zu glauben. Das ist nicht wirklich Bibel-like hier. So. Mehr Geld für Papa. Mehr Code für, keine Ahnung, der Code fressen will. Und schlaf halt weiter. Obwohl der eigentlich die Halskette hat, wo er gar nicht mehr schlafen muss. Vielleicht wacht er jetzt auch nur noch auf, wenn ich ihm es befehle. So. Na, das reicht leider nicht. Aber beim nächsten Mal vorbeikommen vielleicht. So. Jetzt probieren wir es nochmal. Es lag auch nur an den Waffen, die am Anfang da waren. Der kann man gar nicht gewinnen. Ein Fluch und ein Segen zugleich. Dann schauen wir mal. Oh nee, halt die Fresse. Jener, dem du dienst, das Monster. Also, der redet gar nicht so in dieser Episode. Jener, dem du dienst, das Monster, das wir in Ketten gelegt haben, wird keine Ruhe geben, bis alle vier von uns tot sind. Du magst vielleicht meinen Bruder Leche getötet haben, aber mich wirst du nicht kriegen. Und du wirst auch nicht in die Nähe der anderen Bischöfe des alten Glaubens kommen. Wir sind bei weitem älter und mächtiger, als unser werter Bruder Lessie es war. Ja, das klang eher nach seiner Stimme. Ach, lässt er die Krötenfarm auf mich los. Erfolgreich. Auch noch erfolgreich. Oh, werde ich getroffen? Ich muss doch nur ausweichen, ich Arsch. Au. Au. Boah, ich scheiter wieder. Und das an so dämlichen Liederkröten. Gut, die sind auch besonders schmackhaft, giftig. Au. Nur noch ein halbes Herz. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Weiß nicht, vielleicht ist heute die Luft bei mir raus. Vielleicht fehlt mir auch eine passende Ausrede, aber ich werde nicht müde, eine zu suchen, warum ich gerade so schlecht bin. Bin ich im richtigen Dungeon? Ja, mehr. Halbes Herzchen. Ja. Ja. Ich würde sagen, das ist ein Zeichen, dass ich gefressen wurde. So. Hi Jungs,
kann heute nicht mehr kämpfen. So, zum Kulsbrück, ja. Also da lohnt es sich auch niemanden zu opfern, weil so wie ich gerade spiele, wird das nichts. Ich schätze, es ist einfach zu spät heute für mich. Und zeitlich würde ich sagen, passt das auch ganz gut. Also sind wir jetzt doch am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.